jetzt müssen wir mal zum Üben kommen. Das zeige ich immer, das habe ich vor vielen Jahren. Einer meiner Studenten, der Philipp Heiß, der hat bei mir, war der Hiwi, der hat eine Studie gemacht zum Blattspielen. Und der hat mir einen Kalender, Harenbergs Musikerkalender, geschenkt. Und da war dann dieses Bild von Svatoslav Richter drin. Ich glaube, das war auch im Oktober. Ich muss üben. Je weiter man kommt, desto mehr muss man üben. Können Sie mit dem Satz was anfangen? Haben Sie ein Bauchgefühl dafür, wie viel Sie üben müssen? Sie sind ja alle schon Profis. Wie viel Sie üben müssen, um Ihr Level zu erhalten am Tag? Wie viel Sie an Ihrem Instrument sein sollten, um das Level zu erhalten? Auch ein hohes Level, meine ich jetzt in dem Fall. Also, ich kann es kurz erklären. Das hat Hans-Christian Jabusch hat es bei mir gemacht. Wir haben unsere Studenten aus dem sechsten Semester gebeten, Tonleitern zu spielen. Wir machen immer einen bestimmten Versuch, der geht so. Die müssen zum Metronom 40 Tonleitern rauf und runter in C-Dur spielen. Ich mache es Ihnen mal vor, dann sehen Sie es. Sehen Sie schon, dass ich wenig geübt habe, weil die Abwärtsläufe sind ungleichmäßig. Weil der Daumen ein bisschen zu langsam kommt und so weiter. Und wir messen dann die Abweichung der Töne im Millisekundenbereich voneinander. Das ist ein Maß für die Regelmäßigkeit der Töne. Und wenn Sie gut in Form sind, als klassischer Pianist, dann haben Sie eine Abweichung von etwa 8 bis 12 Millisekunden, also um eine Hundertstel Sekunde. Ja, das bei mir waren jetzt etwa 300 Sekunden, also das war schon deutlich zu hören. Ja. Aber wenn Sie gut in Form sind, haben Sie etwa, und das haben wir gemessen, und dann haben wir die gleichen Pianisten nach 2 Jahren nochmal einbestellt und haben geguckt, wer ist besser geworden. Es waren 40 Pianisten. Wer ist gleich geblieben und wer ist unregelmäßiger geworden? Jetzt, ich gebe zu, es war jetzt nur die C-Dur-Tonleiter und das hat jetzt nicht viel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Und es kam halt raus, nur die mehr wie 3,5 Stunden am Tag gespielt haben, sind besser geworden. Die 3 Stunden bis etwa 2,5 Stunden gespielt haben, haben das Niveau etwa halten können. Alle, die weniger wie 2 Stunden gespielt haben, gespielt, nicht geübt, gespielt, sind schlechter geworden. Aber ich habe eben auf einem hohen Level angefangen. Ja, muss man klar sagen, ich rede jetzt hier vom professionellen Level. Die ganzen Profi-Pianisten, wenn sie gucken, Ann-Sophie Mutter, 4 Stunden am Tag an der Geige. Die muss jetzt wirklich nicht mehr viel neues Repertoire lernen, ja. Aber sie bleibt, um eben als Solistin weiter zu bestehen, 4 Stunden am Tag auf der Geige. Das finde ich schon auch sehr eindrucksvoll. Also das muss man immer tun und ich finde es auch immer toll, das Üben macht ja auch, also ich übe total gerne, ich übe allerdings deutlich weniger. Ich gleiche das dann aus durch ein anderes Repertoire. Das ist ein typischer, also ich würde jetzt auch nicht mehr Jolivet, zweites Flötenkonzert oder sowas öffentlich spielen, ja, sondern gehe dann zu Salieri zum Beispiel, auch sehr schön. Okay, lassen wir das, anderes Thema. Also warum müssen wir üben? Jetzt haben wir es gehört, erstens mal ist klar, Verbesserung von Hörfertigkeiten, sensormotorischen Fertigkeiten und von geistiger Durchdringung. Ist logisch. Die primären Ziele sind auch Ihnen allen völlig klar. Ja? Nämlich Verbesserung, Klang, Intonation, Koordination. Das ist logisch. Dann gibt es aber noch was. Was muss man auch noch üben? Habe ich vorhin jetzt schon mal angesprochen. Das hier, Gedächtnis, geistige Durchdringung. Und dann gibt es was Drittes, was in aller Regel leider nicht ausreichend geübt wird. Bühnenpräsenz. Ja, dass man sich überlegt, wie man ein Stück darbietet. Ja, wie man das auch dann, zum Beispiel, dass man eine Dramaturgie des Auftritts schon zu Hause sich überlegt. Richtig professionell, ja. Wie komme ich rein? Wie gehe ich? Wie bin ich aufgerichtet? Wie mache ich das mit dem Stuhl? Wie tue ich den Drehen? Muss ich darauf achten, dass der Flügel auf ist oder wie soll das sein? Muss ich den Notenpult rausnehmen, weil ich auswendig spiele? Alles das gehört mit dazu. Das ist eben das, nach dem werden Ihre Kunden, für die Sie spielen, werden Sie beurteilen. Habe ich Ihnen vorher gesagt, 60% sind solche Sachen. Dann geht es weiter. Das sind die primären Ziele. Dann gibt es sekundäre Ziele. Und die sekundären Ziele
ist logisch. Das Üben lernt man durchs Üben. Und wenn Sie üben, dann machen Sie gleichzeitig zigtausende von kleinen Entscheidungen und Sie überlegen sich eigentlich schon immer automatisch, warum funktioniert das jetzt, warum funktioniert das nicht, warum hänge ich an der Stelle so die ganze Zeit. Ich hoffe, dass Sie sich das immer überlegen. Und das ist eben die Verbesserung des Übens, Verbesserung der Selbstwahrnehmung und der kritischen Selbstbewertung. Das ist der übliche, übrigens der Ferieneffekt, den Sie auch wahrscheinlich kennen. So war es bei mir immer. Wenn ich aus den Ferien zurückkam, 2 Wochen nicht gespielt, Flöte genommen, boah, super, Sound, geil, klasse, so gut wie noch nie, viel besser wie früher. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass die kritische Selbstbewertung während meines Wanderurlaubs in Tirol oder dem Schwimmurlaub in Rhodos, dass die da vollkommen nach unten gegangen ist. Mein Ohr ist faul geworden. Und nach 2, 3 Tagen, Sie hören es wahrscheinlich schon beim ersten Üben, ja gut, da ist doch noch einiges nicht ganz so. Das ist auch übrigens ein Punkt, warum es wichtig ist, wenn Sie Kammermusik machen oder auch im Orchester spielen, in ein möglichst gutes Orchester zu gehen. Ja, weil Sie eben dann, das ist also diese kritisch, sagen wir, das kritische Hören, das machen wir auch unbewusst, wenn wir andere gute Leute hören. Also es ist eigentlich immer eine tolle Sache, wenn man mit richtig guten Leuten zusammenspielen kann. Ja, das ist dann, das verbessert dann auch das eigene Hören eine ganze Menge. So, wie viel soll man üben? Das machen wir jetzt die nächste halbe Stunde. Die ganzen wichtigen Sachen kann man jetzt toll abarbeiten. Klar, mehr üben, besser, das wissen Sie selber natürlich nicht. Wie wird das Tempo gesteigert? Das wollen wir kurz besprechen. Wie funktioniert mentales Üben? Und dann kommen noch so ein paar Sachen, die werden wir mal kurz dann nachher noch durchdiskutieren. Ob man ein oder mehrere Stücke üben soll pro Sitzung, was Variationen, sogenannte Variable üben bringt, was die Pausen bringen. Ist es gut, von Mitstudenten zu lernen? Ich weiß nicht, wie ist es bei Ihnen? Also bei uns war es ja so, in Freiburg, wir waren alle Flötisten am Montag in der Klassenstunde, La Classe, jeden Montag, 9 Uhr morgens, egal was da war. Und das ging dann immer bis abends um 6 oder 7. Dann sind wir meistens alle zusammen mit unserem Lehrer zum Essen gegangen. Und ich habe eine Menge von den anderen gelernt. Man musste immer dabei sitzen und musste zuhören. Das fand ich irgendwie schon eine tolle Sache. Ja? Dann, wie soll das Feedback beschaffen sein? Ja, fangen wir damit an. Wie viel soll man üben? Der erste Grundsatz, das kennen Sie, setzen sich ein Ziel. Da gibt es also ganz verrückte Sachen. Sie gehen ans Klavier und sagen zum Beispiel, okay, heute mache ich Mozart A-Dur-Sonate. Ich will jetzt versuchen, die 4. Variation noch ein bisschen weicher hinzukriegen und so ein bisschen mehr mit einer weichzeichnerklangmäßigen Sache zu realisieren. Also, dass Sie sich ein Ziel setzen, was Sie jetzt konkret üben wollen. Nicht einfach ans Klavier gehen und sagen oder an Ihr Instrument gehen und sagen, so jetzt übe ich mal, damit ich möglichst gut werde. Da gibt es sehr gute Untersuchungen aus der Sportwissenschaft, die Sie wahrscheinlich auch schon kennen. Man hat es mit Weitspringern in Köln gemacht, vor wenigen Jahren. Die hatten folgende Aufgabe. Die eine Aufgabe war, eine Gruppe, 30 Studenten, springt so weit ihr könnt. Die zweite Gruppe war, versucht, über die 3-Meter-Marke rüberzukommen. Die dritte Gruppe war, versucht, 4 Zentimeter weiter als die eigene persönliche Bestleistung heute zu schaffen. Und jetzt wissen Sie es schon, mit Abstand am besten waren die, die 4 Zentimeter weiter als die eigene persönliche Bestleistung waren, springen sollten. Mit Abstand, es war hochsignifikant. Und nicht, weil die anderen sich nicht Mühe gegeben haben, sondern die Tatsache, dass ich mich innerlich so programmiere, gleichzeitig auch die Erinnerung an meine eigene Bestleistung aufrufe, gleichzeitig mich dann in den körperlichen Zustand gewissermaßen von meiner Bestleistung reinbringe und dann noch jetzt mit der Motivation, heute will ich es noch besser machen, die hat schon dazu geführt, dass ich weitergesprungen habe. Das finde ich total interessant und da war noch eine weitere Variante. Das haben sie dann, diese Versuchsserien sind dann mehrfach in verschiedenen Sachen durchgeführt worden, immer das gleiche Ergebnis. Also individualisierte, ausdrückliche und nach Möglichkeit verschriftlichte Zielsetzung. Ja, eine Verschrift, also ich möchte, dass ich die Hammerklavierfuge heute mal zum ersten Mal ohne Aussetzer auswendig spiele, zum Beispiel. Das wäre ein Übeziel, sowas in der Form. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Und dann kommt es darum, wie viel soll man üben? Und was würden Sie da Ihren Schülern sagen oder Ihren Studierenden, wenn Sie jetzt Professor wären an der Musikhochschule? Wie viel sollen Ihre Studierenden üben? Oder was sagt Ihnen Ihr Professor? Also unser hat immer, der Aurel Nicolet, der hat immer gesagt, also unter 4 Stunden läuft sowieso mal gar nichts. Und alles, was ihr mehr macht, macht es immer besser. Das war ganz klar. Also es gab gewissermaßen ein nach anything goes nach oben, ja. Was sagen Ihre Lehrer, was denken Sie? Wie viel soll man üben? 4 Stunden, ja. Genau, und dann kann man aufbauen. Wenn man viel machen muss, muss man mehr machen. 4 Stunden, so ein allgemeiner? Welches Instrument? Hummel. Interessant. Ja, genau, das hat Hummel auch gesagt. Johann Nepomuk Hummel. Der meint, wer mehr wie 4 Stunden übt, der tötet seinen Geist. Noch andere Meinung, ja? Vor der Ermüdung aufhören. Ja, das ist eben die richtige. Eigentlich, das ist die wichtigste Sache. Ich erzähle Ihnen dazu, das ist das, was ich immer zeige, und das kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Aber ich will es nur mal kurz wiederholen. Es gibt komischerweise noch keine guten Studien zum Üben bei Musikstudierenden. Aber das ist eine Studie, die ist an Sportstudenten gemacht worden mit einer Feinmotorikaufgabe, die vergleichbar ist einer musikalischen Aufgabe. Die Sportstudenten mussten diese kleinen Stöpselchen da rausnehmen aus dem Glas und dann hier reinsetzen. Alles so schnell wie möglich reinfüllen, also Stöpsel nehmen, reinfüllen, Stöpsel nehmen, reinfüllen, Stöpsel nehmen, reinfüllen, Stöpsel nehmen und so weiter. Und gemessen hat man die Zeit, die sie brauchen, um diese Steckbretter voll zu machen. Das sind ein paar Sekunden. Ja. Und dann hat man diesen Sportstudenten, hat man dann die Steckbretter mit nach Hause gegeben. Und die eine Gruppe sollte es über 14 Tage lang einfach nur liegen lassen, gar nichts machen. Das waren die Kontrollen. Die sollten einfach die mal so. Das waren die Nuller, die haben nicht geübt. Die zweite Gruppe soll es über 14 Tage 10 Mal am Tag machen. Eine soll es 30 Mal machen, eine 50 Mal, eine 100 Mal, eine 150 Mal. Und da sehen Sie, nach 14 Tagen kamen die alle wieder in die Sporthochschule und mussten das wieder vormachen, wurden mit der Stoppuhr gestoppt. Und dann hatten die, die es 150 Mal am Tag gemacht haben, 14 Tage lang, jeden Tag 150 Mal, die hatten es da hier auch schon doch einen Zugewinn von fast 28% der Zeit. Sind also um 28% schneller geworden. So, und jetzt kommt halt die Frage, es gab eben noch weitere Gruppen, eine muss 200 Mal machen, 250 Mal machen, eine 300 Mal. Und jetzt die Frage, wie geht die Kurve weiter? Die Lösung A ist natürlich die hier. Die Lösung B wäre die hier. Die Lösung C wäre die hier. So, wer ist für die Lösung A, dass es hier nach oben geht? Niemand, das ist klar. Kluge Studierende. Wer ist für Lösung B? Das ist einfach so zum Niveau. Genau. 2, 3, 4, 5, 6, ja genau. Und wer ist für Lösung C? Die Mehrheit. Genau so ist es. Und das ist eben total interessant. Also da sehen Sie, die es 300 Mal gemacht haben, die waren schlechter wie die es 50 Mal gemacht haben. Und die haben es gewissermaßen 250 Mal zu Hause immer jeden Tag umsonst gemacht. Der Versuch ist immer kritisiert worden, dass die Motivation eine Rolle war. Das hatten die versucht rauszunehmen, indem ich die 300 Mal das jeden Tag gemacht haben, die würden auch mit 6-fachem Probandengeld bezahlt. Also es wurde gewissermaßen bezahlt, wie oft ich das einfülle. Ja, also die hatten da schon Geld dafür gekriegt. Aber trotzdem ist es natürlich genauso, wie Sie sagen, Sie hatten das so schön gesagt, das richtige Üben, was immer ich mache, ist die Kunst, im richtigen Moment aufzuhören. Wenn ich merke, dass es nicht mehr besser wird, wenn ich etwa hier bin, in meiner individuellen Leistung an dem Tag, dann aufhören. Und das ist eben der Witz dabei, das ist bei jedem motorischen Problem anders, jeden Tag anders, jeder Wetterlage anders, hormonmäßig anders, im Januar anders als im Februar und am Samstag anders als am Sonntag. Und da muss man im Grunde genommen selber ein Gefühl dafür kultivieren, wann ist es gut, dass ich aufhören muss. Das ist die wahre Kunst. Und dann machen Sie eine Pause und was irgendwas Schönes anderes, belohnen sich, gehen irgendwas, lesen ein tolles Buch oder sowas oder schauen sich in YouTube Herrn Kissin mal wieder an. Und dann gehen Sie mit einem anderen Problem, können Sie wieder rangehen. Das heißt, mit einem Problem, was andere Muskeln.
und andere koordinative Fertigkeiten angeht. Da können Sie schon noch mal mehr üben. Ja? Das heißt nicht, dass jetzt dann gewissermaßen in dem Moment gar nichts mehr drin ist, sondern das muss man rausfinden. Was kann man dann wieder gut üben, mit neuer Frische gewissermaßen. Und auf die Art und Weise sollte man seinen Tag gestalten. Ich habe das nenne ich eben Penelope-Effekt, weil das habe ich eben auch in den Artikeln immer geschrieben. Das ist ja die Penelope, die Frau von Odysseus, die wartet auf ihren kriegsvermissten Gatten. Der macht die Odyssee bekanntermaßen, so eine Cruise da durchs Mittelmeer mit diversen Frauenaffären, auf die ich jetzt nicht eingehe. Und sie wartet auf ihn. Und, aber weil sie eben eine Frau ist, darf sie nicht Königin in Ithaka werden, sondern sie muss jemand heiraten. Und deswegen kommen die Freier, das sind hier die Freier, die um ihre Hand anhalten. Und die tun natürlich ihr die Blumen mitbringen. Und sie will eigentlich, sie ahnt, dass ihr Mann noch lebt. Sie will eigentlich niemand von denen heiraten. Und dann macht sie eben diesen berühmten Trick. Sie webt hier das Gewand für ihren Schwiegervater und sagt, wenn ich das fertig habe, dann entscheide ich mich, welchen von euch ich heirate. Und dann heiraten wir. Und dann tut sie, wie sie alle wissen, tagsüber webt sie die ganze Zeit und abends löst es immer auf. Das ist Penelopes Tag, das ist Penelopes Nacht. Vielleicht können Sie mir noch die Gründe zusammentragen, wieso sind die alle schlechter? Weiß es jemand, warum die schlechter sind hier hinten? Warum werden die schlechter? Ermüdung, schlechtere Koordination. Genau. Ermüdung, vor allem der Muskulatur. Und dann wird die Koordination schlechter. Und denken Sie an unsere Basalgangen. Was ich schlecht übe und schlecht automatisiere, das bleibt dann drin. Ja, wirklich dann ist viel besser, nichts zu machen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Sie machen es nicht nur nicht besser, sondern Sie machen es aktiv schlechter. Ja, in solchen Fällen. Und deswegen gehört auch so mit zum Selbstmanagement, da kommen wir morgen dann drauf, dass Sie Ihre Zeit auch einteilen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt Prüfungsprogramm haben, was sehr, sehr schwer ist, und jetzt im Februar, weiß ich was, total schwere Stücke spielen müssen, dann wirklich schon auch mit Ihrem Lehrer sich beraten, was kann ich in der Zeit überhaupt realistisch schaffen, ohne in so einen negativen Kurve reinzukommen. Ja, und dann eventuell frühzeitig einfach das Repertoire anpassen. Ja, das ist immer wichtig. Als junger Mensch ist man ja sehr optimistisch und dann neigt man oft dazu, dass man sich übernimmt. So, wie wird das Tempo gesteigert? Also, Tempo steigern. Meine Frau, die hat hier in Mannheim studiert. Cello. Da, 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 dam. Da, 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 dam. Bam, ba, dam, ba, dam. Dam, dam, dam. So ging das über viele Jahre. Wir wohnten zusammen, ja. Und sie ist wirklich sehr eine gute Cellistin und auch eine tolle Frau. Aber jedenfalls, dann übte sie immer, sie nannte das dann, sie muss die Stellen raufjagen. Nahm Metronom, sehr systematisch, Leistungskurs Mathe und Physik in Alzey, ja. Metronom, da gibt es auch Stellen, dagga digge 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 dagga digge 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 dagga digge 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 dagga digge 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 mit dem Cello. Und die Flöte machte ta di da di di diam da la 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 di da da dam. Cello hat immer 32. Und da hat sie das immer schneller geübt. Dagge digge 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 dagge digge digge. Dann hat sie das Metronom schneller gemacht. Dagge digge 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 dagge digge digge digge. Metronom schneller gemacht. Dagge digge 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 digge. Und sie kam doch nicht auf das Endtempo. Warum kam sie nicht auf das Endtempo? Was ist da passiert? Was ganz interessant ist. Was ist da passiert? Wenn man so systematisch, so schrittweise steigert, warum kommt man nicht auf das Endtempo? Ich sage es Ihnen, was da ist. Ich kann gehen, ich kann immer schneller gehen, ich kann immer schneller gehen, ich kann wirklich sehr schnell werden, ja. Aber irgendwann komme ich an die Grenze und dann gehe ich ins Laufen. Ich habe die Bewegung, ich habe die falsche Bewegung auf zu hohem Niveau fixiert. Diese schnellen 32. hätten schon früh gewissermaßen als Junk, als neues Bewegungsmuster, so wie ich jetzt gelaufen bin, irgendwie mit irgendeiner Unterarmbewegung, ich bin jetzt kein Cellist, aber mit einer globalen Bewegung geübt werden müssen, dann hätte es das Tempo hingekriegt. Und das ist eben das Interessante dabei, dass unser Gehirn unterschiedliche Bewegungsmuster speichert und es auch an unterschiedlichen Orten macht. Das macht das Ganze so schwierig. Die langsame Bewegung, taka tiki 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 taka tiki ti, da kann ich jeden Ton hören, kann meine Fingerposition, Armposition genau überprüfen. Korrektur in jeder Phase möglich. Braucht Zeit, geht nur langsam.
Beim Schnell muss ich die Bewegung als Ganzes verpacken. Darim, darim, darim. Da kann ich nicht mehr korrigieren. Ja, das ist die sogenannte ballistische oder geworfene Bewegung. Und das ist im Grunde genommen, was man schon, sobald man die Noten hat, sobald sie wissen, wo sie hingehen müssen, dann fangen sie schon mit relativ frühem Übephase schon an, auch solche Bewegungen mitzumachen. Und da gibt es tausende von tollen Beispielen. Ich finde, das habe ich in Paris damals kennengelernt, die Cortot-Ausgaben von Chopin beispielsweise, immer noch sehr gut. Opus 10 Nummer 1, C-Dur-Etüde, gigantisches Ding, tolle Sache. Ziemlich schwer, weil man nämlich die Finger immer auseinander und zusammen, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen. Und gleichzeitig muss es auch noch fantastisch klingen. Und es ist ja auf der Harmonie vom wohltemperierten Klavier, Opus, also das erste, die erste C-Dur-Präludium drauf. Und das muss alles toll musikalisch sein. Aber das ist wirklich hackeschwer. Und der Cortot, der zerlegt es dann relativ früh in kleine Beispiele. Ich mache es einfach nochmal kurz vor. Also, die Etüde kann ich jetzt nicht. Deswegen will ich, ich bereite mich vor. Und dann, jetzt bewerte ich das. Das haben Sie alle schon gehört, mein kleiner Finger war nicht gut. Der war nicht, ich muss das Handgelenk noch ein bisschen weiter rübernehmen. Nochmal, vor, Schulter runterlassen, auf gewisses Armgewicht achten, so als Pianist achte ich da so ein bisschen drauf. Gleichzeitig auch dann die Drehung nach außen, damit ich den kleinen Finger auch ausreichend stütze. War besser im kleinen Finger, der Daumen war zu langsam. Der kam zu spät drauf, ja, ach, nochmal. Zwar der Daumen schnell, aber der kleine Finger zu leise und so weiter und so fort. Also auf die Art und Weise kann man dann das Problem schon als Chunk, als eine Art von Bewegungsprogramm abspeichern und das dann nach und nach in immer längere Ketten zusammensetzen. Das ist die Idee dahinter. Und tausende von Varianten, die man beim Üben hat. Eigentlich nichts anderes, oder? Also die ganzen Sachen sind im Prinzip genau die gleichen Prinzipien, die da sind. Ja, wenn Sie solche Dinge reinmachen, dann machen Sie es eigentlich genau richtig. Die geführten Bewegungen haben Sie schon gelernt. Die sind oben in der SMA. Und die automatisierten, schnellen Bewegungen, die sind in den Basalgängen. Und die soll man eben da schon auch früh ablegen. Und der Übertrag von da nach da, der ist eben sehr lang und sehr langsam und sehr langwierig. Mentales Üben. Wie geht's? Ganz einfach. Man kann jede Musik einerseits als Struktur abspeichern. Das ist jetzt bei dem Stück, was Sie vor sich liegen haben, zum Beispiel eine ganz einfache Kadenzharmonik aus dieser wunderschönen Ecossaise hier. Es gibt ein motorisches Gedächtnis. Ich kann mir vorstellen, wie ich die Bewegung machen muss. Zum Beispiel bei dem Stück, was ich gerade ausgeteilt habe. Da weiß ich, wie ich meine Finger bewegen muss. Dann gibt es ein Gedächtnis, wie ich die Finger, wie sie sich anfühlen. Das haben wir auch. Dann habe ich den Notentext vor mir. Ich kann mir das jetzt genauso im Auge einprägen, als visuelles Gedächtnis. Ich kann es gewissermaßen aber auch mich selber sehen, wie ich das Stück spiele. Und dann gibt es das innere Hören. Ich kann mir die Harmonien dabei auch innerlich hören. Und mit diesen fünf Pfeilern, Struktur, Motorik, Körpergefühl, Sehen und inneres Hören, habe ich fünf Möglichkeiten, mir die Musik vorzustellen. Und wenn Sie das viel üben, dann können Sie innerhalb von 30 Minuten so vom Blatt sowas auswendig lernen. Das ist ein junger Student von uns, das war aus dieser Studie mit Bernardi, haben wir vor 3 Jahren veröffentlicht. Der hat jetzt also 30 Minuten eine Scarlatti-Sonate gelesen und dann setzt er sich hin und spielt die so. Und die hat er vorher nicht gekannt. Die konnte er nicht kennen, weil wir die verändert haben. Ja, wir haben also wir waren da ganz bösartig. Die ist zwar angelehnt an eine Scarlatti-Sonate, geht aber eigentlich anders. Thank you.
wirklich gut. Wir hatten 16 solche Studenten, die waren alle von einem Professor bei uns, der sehr viel Wert gelegt hat auf mentales Training. Das ist Einar Steen Nøkleberg, ein norwegischer Pianist, der bei uns unterrichtet hat. Und der hatte seine ganze Klasse, die müssten das bei ihm schon vom ersten Semester immer auch gleichzeitig mittrainieren. Und das ist wirklich eine große Hilfe. So, jetzt gehen wir mal kurz zu dem Stück. Dann, ich will es Ihnen einfach nur mal kurz zeigen, wie es im Prinzip funktioniert. Das ist klar, Sie achten auf die Harmonik, C-Dur, F-Dur, G-Dur, C-Dur, klassische Kadenzharmonik, dann zweiter Teil, wieder genauso C-Dur, wieder F-Dur, G-Dur, C-Dur und dann, das ist im Prinzip alles gleich, nur der letzte Takt, der unterscheidet sich hier, weil Sie hier nämlich im Diskant nach oben gehen, das Fragezeichen, klassische Vordersatz und Nachsatz, das ist eine wunderbare schulmäßige achttaktige Phrase, die der Komponist da gemacht hat. So, dann haben wir hier Details achten, vor allem man macht gerne mal Fehler mit den Pausen. Dann achten Sie bitte schön auf die Harmonik. Da klingt ein Akkord klingt ein bisschen komisch. Weiß jemand, welcher komisch klingt? Der würde im Tonsatz wahrscheinlich Ihren Lehrer einen Fehler geben. Der hier, der klingt hohl. Da fehlt was. Da ist ja nur eine Terz. Ja, da fällt, da ist also, da gibt es eine starke Tendenz, da noch ein D dazu zu schreiben. Ja, das ist der klingt irgendwie ganz komisch. Dann achten Sie auf die Artikulation. Dann achten Sie auf den Charakter. Wir machen also das hier nochmal. Hier Achtelspause. Fingersätze stehen auch drin, die sind auch ganz sinnvoll hier. Und dann haben wir hier Fine, das heißt, hier geht es mal weiter, kommt der Mittelteil. Und jetzt kommt hier die große Herausforderung, dreistimmig. Da, da, bam, bam, bam. Vorsicht hier aufheben. La, di. Bam, bam, bam. Und die Mittelstimme. Ich habe es nicht geübt, aber so ähnlich geht es dann, ja? Und das ist, was ist denn das für ein Rhythmus? Dam, dam, bam, 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 bam. Der macht von ihm Tanzstunde. Nee, das ist so ähnlich wie ein Salsa-Rhythmus, ja, aber eben. Also, das ist ein schottischer Springtanz. Dam, dam, bam, 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 bam. Das sind diese schottischen, und das ist ein schottischer Tanz, heißt Écossais und ist von Johann Nepomuk Rummel. Es funktioniert natürlich bei allen Instrumenten und auch beim Singen ganz stark. Harfe fand ich jetzt eine tolle Idee mit den Pedalen beispielsweise. Funktioniert auch bei Bläsern, auch bei mir, bei der Querflöte. Ich kann zwar mir nicht so genau vorstellen, wie ich jetzt genau die Lippen beim Pianissimo des Gis in der dritten Oktave habe, aber irgendwie der innere Klang, den kann ich dann schon ganz genau hören und ich weiß irgendwie, wie da die Atmung geführt wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen dabei. Ja? Und beim Sänger sicher genauso. Fangen Sie an mit möglichst einfachen Stücken. Ich würde erstmal einen langsamen Satz, die ersten 8 Takte. Das ist ziemlich anstrengend, wenn man es noch nie gemacht hat. Ist es ziemlich anstrengend, das aufs Neue zu beginnen. Und meistens überfordert man sich. Also ich würde anfangen jetzt als Pianist zum Beispiel aus dem Andante aus einer Mozart-Sonate, die ersten 8 Takte. Da hat man dann auch eine klare Harmonik und kann das relativ gut analysieren und gleichzeitig dann eben auch die Finger und so weiter sich gut vorstellen. Genau das Gleiche auch bei Geige oder bei Bratsche, dass man so mit Stücken anfängt, die eben technisch nicht zu anspruchsvoll sind, nicht zu komplex sind. Und also da kann ich eine Anekdote dazu sagen, der Arau, also das ist ja wirklich ein ganz, ganz großartiger Pianist gewesen. Der hat in New York in Carnegie 4 Abende mit allen Mozart-Sonaten angekündigt. Der wollte alle Mozart-Sonaten an 4 Abenden hintereinander auswendig spielen. Und dann fing er an, hat die alle schon Jahre vorher geübt und so weiter und hat die geübt und dann hat er wenige Monate vor dem Konzert hat er angefangen, dass plötzlich aus der einen Sonate ist dann das D-Dur-Thema in die andere Sonate rübergewandert. Da fing dann an, dass die Themen sich in den Sonaten vermischt haben und er bekam totale Panik. Arau hatte ja eine Angststörung, der war ja auch, hatte wahnsinnige Aufführungsangst auch.
Und dann hat er, ich glaube, der Abend hat dann so geendet, dass er die A-Dur-Sonate gespielt hat, die C-Moll-Sonate und C-Moll-Fantasie und ich glaube, die A-Moll-Sonate noch. Die bam, 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 weil die waren unterschiedlich genug. Ja? Aber die ganzen anderen, diese C-Dur-Sonaten, D-Dur-Sonaten und so weiter, das war ihm alles zu verwandt. Ja, insofern ist es schon richtig, dass es dann manchmal hilft, dann so etwas ganz Bewusstes. Aber wenn ich zum Beispiel auf der Querflöte das habe ich genau, ganz, ganz präzise vor meinen Augen. Ich weiß genau, wie die Zunge sein muss und so weiter, für Syrinx oder sowas. Andere Fragen dazu noch? Also die großen Vorteile sind ganz klar. Ich glaube schon, dass es vor allem auch einen Schulungsaspekt hat, einen ganz wichtigen und tollen Schulungsaspekt. Sie können immer üben. Sie können nachher, wenn Sie auf dem Weg sind zum Bahnhof, Sie haben mehr Selbstkontrolle und mehr Selbstkorrektur. Das muss man aber auch immer mitüben. Das war jetzt auch bei mir, habe ich auch gemerkt, obwohl ich das Stück kenne, habe ich es eben doch nicht oft optimal kontrolliert und korrigiert. Sie sind völlig unabhängig. Keine Übezelle, kein Problem. Kein Instrument, kein Problem. Blöde Nachbarn, die dauernd mit dem Besen gegen die Wand hauen, kein Problem. Ja, alles wirklich gut. Größere technische Sicherheit. Da ist jetzt das, was Sie gesagt haben, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie merken, okay, wie geht es jetzt weiter, was kommt jetzt? Okay, jetzt kommt die Mollparallele. Und da muss ich mit dem Zeigefinger aufs Dis oder sonst irgendwas. Ja? Das hilft dann da. Abbau von Lampenfieber, einfach weil Sie jetzt diese fünf Säulen haben. Ja? Sie haben immer eine Rettungsboje, an der Sie sich halten können. Vermeidung des Einprägens falscher Töne, wenn Sie es richtig machen. Und dann eben auch noch sicheres Auswendigspiel. Also das sind richtig tolle Vorteile. Ich bin überhaupt nicht derjenige, der sagt, dass das mentale Üben gewissermaßen das richtige Üben ersetzen kann. Gar nicht. Es muss immer beides da sein. Es gibt einen sehr, sehr namhaften Pianisten, der war bei mir lange Zeit Patient mit einem ganz schlimmen Schmerzsyndrom, konnte über einen 7-Monate-Zeitraum nicht Klavier spielen, hat in der Zeit 2 Konzertrepertoires praktisch auswendig gelernt, mental. Ohne zu spielen. Hat es als unglaublich beglückend empfunden, weil er so zielgerichtet arbeiten konnte, obwohl der Arm so wahnsinnig schlecht dran war. Ja? Also man kann schon, also gerade wenn man schon sehr gut ist, kann man damit sehr viel noch rausholen. Aber man muss sicher, sagen wir mal, für diese ganze, also für die Mechanik, für das Ölen der Apparatur, da muss man wahrscheinlich schon dann immer ans Instrument gehen. Wenn keine Fragen sind, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen fantastischen, tollen Freitagabend. Und morgen Mittag mache ich dann also weiter. Dann geht es dann mehr um Vorbeugen von Krankheiten, Burnout, Schmerzen, all solche Sachen.